Okay, dort noch ein Gürtel an. Ja, Gucci-Gürtel. Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, viele von euch werden sich denken, was ist mit dem Autofokus los? Warum fokussiert der heute ausnahmsweise mal? Ja, ich will nicht sagen, ich habe die Kamera gerichtet, sondern ja, mittlerweile brauche ich eine dritte Hand, um diese Kamera ins Laufen zu bringen. Aber viele dieser Probleme werden bald gelöst werden, denn ein großer Kamerahersteller hat sich bei mir gemeldet und möchte mir bei diesem Problem unter die Arme greifen. Damit du das alles, was du möchtest, erreichen kannst. Danke, Mann! Das ist natürlich ein großer Vorteil für mich, denn gefühlt habe ich in den letzten Monaten mehr an Equipment ausgegeben, als eigentlich an viel wichtigem Material, Klamotten und Schuhe. Aber ja, so soll es sein, damit die Qualität steigt, nehme ich das natürlich in Kauf. Nice, Digga. Ja, wer sich erhofft, dass das Video mit einer guten Audioqualität gesegnet ist, ja, da muss ich euch enttäuschen. Upsi. Das bedarf noch einer Weile. Wir müssen uns ja Schritt für Schritt. Mit einem Schlag können ja nicht alle Probleme gelöst sein, sondern Schritt für Schritt verbessern wir uns. Dann bauen wir wieder Kapital Kacke, dann werden wir wieder besser und dann können wir uns um die Audioqualität kümmern. Liebe Leute, ich will aber gar nicht mehr länger quatschen, außer nebenbei noch auf meinen Zweitkanal hinzuweisen. Da gibt es Daily Vlogs von mir mit einer guten Qualität, mit einer besseren Audioqualität, sagen wir so. Checkt den auf jeden Fall ab. Erster Link in der Infobox. Und der zweite Link in der Infobox ist vermutlich schon das neueste Video von Mahan. Das werden wir uns auf jeden Fall mal ansehen. Da lese ich gleich mal 15-jähriges Rich Girl mit teurem Designer-Outfit. 250.000 Emojis hat er hinzugefügt. Und wie viel ist dein Outfit wert? Mahan, damit wir auch alle wissen, dass es nicht vom Leon ist, oder? Ja gut, schauen wir rein. 10 Minuten 36, bin gespannt, was uns da erwartet. Am Start, es ist Samstag, die Stadt ist voll. Okay, der Bratan möchte unbedingt einmal mit seiner kleinen Tochter in der Kamera sein, damit zukünftige Karriereoptionen vielleicht schon mal schmackhaft machen kann. Ich habe geile Szenen am Start und wir drehen heute ein, wie viel ist dein Outfit wert, Leute? Check das Shirt hatte schon ewig, aber für mich eins der schlimmsten Off-White-Shirts überhaupt. Die Schrift, furchtbar. Und der Print? PVC. Das Video bis zum Ende. Wir haben wieder richtig coole Outfits am Start. Bin gespannt. Danke erstmal für die Resonanz aus dem letzten Video. Danke erstmal dafür. Wenn ihr Bock habt, abonniert mich auf diesen Kanal, Leute, damit ihr kein Gefühl das dann auf passt. Und gehen direkt zu der ersten Szene. Let's go! Was geht ab, Bro? Weißt du? Was geht ab, Bro? Okay, was hat er da an? Eine Jacke. Könnte Moncler sein. Mit diesem Pelz. Scheiße, ich bin 15. Nein? Was ist das? Pyrenex. Erinnert mich an Pyrex Vision. Du bist 15, okay, Bro. Oh, 15 Jahre, mal schauen, was der Bratan anhat. Ich bin 15-Jährigen, hast du ein cooles Outfit an. Mach mal raus. Ja, Mahan ist natürlich wieder mit seinem Labello-Mikrofon unterwegs, man kennt's. Was hast du am Start? Also ich hab eine Jacke. Okay. Von Pyrenex. Wie heißt die Marke? Pyrenex. Hast du es nicht verstanden, Mahan? Das gibt's ja nicht. Pyrenex. Also, okay. Ich denke mal, die wird so ausgesprochen. Ah, ja, denk doch mal. Einfach mal nuscheln, dann kann man nichts falsch sagen. Hast du bei Warmland gesehen? Ich wusste nie, wie man die ausspricht, deswegen. Ja, ich weiß. Ja, du weißt doch nicht, wie man Warmland ausspricht. Warmland? Ja, weil ich habe die öfters bei Warmland gesehen. Mahan mit seinem Englisch. Beste. Mahan und Leon, wirklich. Die zwei Native Speaker schlechthin. Ich wusste nie, wie man die ausspielt, deswegen. Die habe ich bei Farfetch geholt. Okay. Für 480. 480, okay. Ja. Hält die warm. Ich finde die nice. Ich hoffe, dass das kein Echtpelz ist, aber ich finde die sehr, sehr cool eigentlich. In diesem Müllsack-Optik, weil es so glänzend ist, mit diesem Plastik, finde ich schon cool. Und vorher kannte ich die Marke nicht so, aber die hat mir sehr gefallen. Also er hat so ein bisschen Moncler. Ja, voll. Genau so. Und wegen dem Glänzen. Und ja, finde ich ganz gut. Du hast dir da auch eine sehr auffällige Farbe aufgenommen. Ja, sehr nice. Also ich würde die Jacke genauso tragen. Hat das einen Grund, oder? Ja, ich möchte nicht so Standard sein. Also ich möchte mich ein bisschen von anderen. Ja, die Frisur vor allem, die sehe ich in letzter Zeit besonders selten bei Leuten. Also hat er schon recht, hebt sich wirklich sehr von der Masse ab. Abheben. Ah, okay, cool. Ja, du hast eine weiße Jogginghose an. Ja. Bei weißen Sachen ist halt immer schwierig. Ja, das kann man halt. Er hat die Yeezy Cream White an. Ja, der Bruder wird gleich mal über sein eigenes Schuhband stolpern. Und dann die Hose passt halt gar nicht mit diesem Cremeton zusammen, weil das geht leicht ins Gräuliche schon. Und Cream White, wie der Name ja schon sagt, ins Cremige, Warme hinein und das ins Kalte. Mit Flecke. Ja. Mit Flecke. Das ist die Mehrzahl von Fleck. Flecke. Wir in Österreich sagen Flecken. Was hast du von dir bezahlt? Die habe ich günstig bekommen bei Nike für einen 20er. Für einen 20er, okay. Also günstig am Start. Und dann hast du noch Yeezy
50-50 auf 2. Triple White, wie ist der nochmal? Ja, Triple White, okay, genau. Okay, Triple White, keine Cream White. Warum habe ich das richtig gesagt? Auch wenn ich voll raus bin aus diesem Namen-Game bei den Schuhen. Was hast du für nice Dolce & Gabbana Sneakers, du an. Die habe ich von Kumpel ein bisschen teurer abgekauft. Hat sie mir besorgt für 290. 290, okay. Was sind die so circa wert, wenn man die neu vom Stock? Triple White? Die können nicht einmal 290, ja von mir aus 250 vielleicht. Die gab es ja über 1 Million Stück. Die können nicht sonderlich viel wert sein, Brudi. Die hat sogar meine Oma bekommen von mir. Wer es noch nicht gesehen hat, Video hier abchecken. Kriegst du noch was, heißt ich kaufe? Ja, 250. 250, also, okay. Ein bisschen weniger, aber da bin ich mir halt sicher, dass ich Originale habe. Frage nach Frage, Bro. Wie kannst du dir das alles leisten? Du warst doch gerade shoppen, ne? Ja. Bei Sport Island und bei Mintos. Was hast du so circa gekauft, damit die Leute vielleicht bisschen Bescheid wissen? Ich habe mir eine Moncler-Cappe geholt. Okay. Und eins von Island. Werbung! Eins von Island Pullover und eine Moncler-Cappe. Okay. Wie kannst du das Ganze finanzieren? Wie kannst du das Ganze finanzieren? Ja. Ich verdiene mir das Geld bei meinem Vater mit. Okay. Der hat seine eigene Firma und da. Wer ist das? Arbeite ich manchmal mit und so kann ich mir die Sachen Stück für Stück holen. Ja, Brudi, dafür hat man einen Elektroroller, damit man ihn schiebt. Genau. Okay, okay. ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass du was dafür machst. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Möchtest du irgendwas? Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was hat er gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Mir ist es so egal. Kamera sagen. Nö, alles gut. Hendrik, hau mal raus. Was ist dein Outfit wert? Ja, wir sehen da MCM, Shoulderbag, beziehungsweise eine Bauchtasche ist das eigentlich. Das könnte so ein Hemdjacken-Ding sein. Ich schätze mal 50 Euro, ich glaube nicht, dass das eine besondere Marke ist. Vielleicht überrascht er uns mit dieser Weste. Darunter ein Shirt, kann ich da noch nicht erkennen. Aber ja, hau mal raus, Bruder. Also Schuhe, Human Race. Enemy Human Race, ja. Ja, absolut nicht mein Fall. Für mich völlig unvorstellbar, wer so solche Schuhe anzieht, auch die neuesten Yeezy. Ein paar der neuesten Yeezy, die jetzt herausgekommen sind, für mich einfach so, als hätte jemand in der Sonderschule 10 verschiedene Wachsmalstifte gefressen und sich danach übergeben. Circa so sehen die Schuhe für mich aus. Also wie Durchfall auf einem Holi-Festival. Absolut nicht mein Fall. 250 oder so. Was ist das denn für eine Edition? Die habe ich so noch nie gesehen. Puh, keine Ahnung, weiß nicht. Habe ich im Internet gesehen. Fand cool. Okay, Fake des Todes also. Hätte ich auch noch nicht gesehen. Naja, jetzt im Nachhinein kann man es natürlich behaupten. Was steht da überhaupt oben? Motherland. Aha. Im Internet gesehen. Fand cool. Okay. Ja. Geil natürlich, ja, Mann, du sagst es. Die Hose ist von Jack. Meinem kleinen Bruder. Jack and Jones. Jack and Jones, auch eine. Wer kauft bei Jack and Jones ein, bitte? 30 Euro oder 30 Euro. Socken hast du mal. Meine Socken von Adidas. Am Start. Ja, ganz normal, 12,99 oder so. Okay. Deine Jacke? Ja, also die Jacke ist. Keine Ahnung von Marke, habe ich in. Irgendwo in Wuppertal oder so im Snipes gekauft, hat 50 Euro deswegen gekostet. Denn unter. Also die Jacke darunter, das ist die von. Raf Camora, ja. Raf Camora aus der Beatbox. Okay, cool, wie ist die von der Qualität? Die ist gut, also gute Qualität. Raf Camora auf jeden Fall ein stabiler Künstler. Ja. Deine Tasche, Bauchtasche von MCM. Genau. 400, was kostet die? Ja, 400 wollte ich gerade sagen. 74 Euro im Internet bestellt. Wie ist die von der Qualität? Die ist auch gut. Okay, hast du die schon länger? Hab ich schon länger, Ist dem nicht kalt? Okay, das sieht man ein bisschen abgelutscht. Ja, ein bisschen. Aber trotzdem sieht cool aus, ein bisschen Vintage-Look bei der Tasche, ne? Ja. Das ist einfach der ganz normale MCM-Style. Oh, ja. Das T-Shirt ist von... What the fuck? Was ist das? 187 oder was? Ja, mit den Haifisch-Nikes. Es erinnert schon an ein Kindershirt, oder? Also, ein erwachsener Mann, na gut, bei Gucci, die haben auch immer wieder Sachen dabei, wo ich mir denke, wer zieht sich einen Mickey Mouse oder einen Donald Duck in diesem Alter an und bezahlt dafür 1000 Euro, aber ja, okay. Bro, meine Frage, die Tasche kostet ja etwas schon mehr, ne? Etwas schon mehr, ja. Und die Schuhe zum Beispiel auch, wie kannst du das denn finanzieren in deinem Alter? Er ist mega müde, oder, Mann? Der schlaft ein beim Reden. Das wird sie nicht. Ja, ich finanziere es für mich selber, ich wünsche sowas zum Geburtstag, Weihnachten oder sonstiges, Ostern oder so. Okay. Bekomme es dann halt. Ja, stabil. Ja, ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Möchtest du irgendwas in die Kamera sagen? Nee. Nimmst du auf? Okay, Quali am Start. Ach, ich brauche nicht reden.
Ja. Okay, was geht ab, wer bist du? Ich bin der Maxi. Maxi! Oh, okay. 15. Auch 15, okay. Heute sagen alle von alleine deren Alter. Okay, cool. Bro, mach mal auf, wie viel ist dein Auto wert? Ja, dann ist der Speed Trainer 800 Euro. Nice. Was? Wie bitte? Oh mein, na Maxi, nein! Nein, Maxi, nein! Bitte! Was ist denn das? Du kannst ja nicht meinen Namen so in den Schmutz ziehen. Allein die Füße. Das schaut mit diesem Schnitt aus, als hättest du Elefantitis. Bitte nein, Maxi. Oh mein, nein. Euro, 800 Euro. Dann croppt er diese Hose rauf und verschiebt. Oh mein Gott, nicht nur Fakes haben, sondern auch noch keine Ahnung haben, wie man irgendetwas kommt. Na. Okay, dann ganz normale Nike-Socken. Nike-Socken, hat das einen Grund, warum du die Hose so weit hoch? Du schaust aus wie ein. So als hätte es draußen geregnet und du würdest gern durch deinen Lieblingsbach stapfen und du krempelst das nach oben, dass deine Lieblings-Jeans nicht nass wird. Maxi, bitte. Gibt's sowas? Nee, ich hab sie nur so hochgekrempelt, weil, keine Ahnung, weil sie sonst fängt zu lang ist, deswegen. Ah, wie wär's mit kürzer kaufen oder kürzen? Na, ich hab sie nur nach oben gesteckt, weil es ein bisschen zu lang ist. Okay, okay. Deine Hose? Jeans? Ja, Hose von Jack and Jones, 30 Euro ungefähr. Naja, Jack and Jones. Dieser Maxi, das ist genau das Klientel von Jack and Jones. Okay, deine Jacke? Jacke von North Days, 200 Euro. Dann drunter Balenciaga. Ja, ein Gucci. Oh, na! Nein! Was ist denn da los, bitte? Maxi, was ist denn los mit dir? Das ist ja nicht dein Ernst. Das Ding ist... Na! Oh. Da klopft der Nachbar sogar schon, weil ich zu laut bin. 600, 700 Euro. Was ist mit dir? Nein! Weiß ich nicht mehr genau. Okay, du hast noch einen Gürtel an. Ja, Gucci Gürtel. Bitte, man sieht's doch auch schon an der Naht. Maxi. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Geh nach Hause, bleib die nächsten 2 Wochen dort, überleg dir das alles nochmal und dann geh bitte zu Jack and Jones und hol dir einen Gutschein. Okay, okay. Ja. Ja, ja, Mahan packt selber nicht. Wie alt bist du? 15, okay. Ich find's auf jeden Fall ein bisschen spektakulär, warum dass du Socken und alles so hochziehst und auf deine Hose. Ja, Bro, wie kannst du das Ganze? Fuck, ihm ist selbst unangenehm. Kannst du das leisten? Ich mein so. Puh, ich weiß selber nicht, wie ich mir das leisten könnte. Wenn die Preise stimmen würde. Jetzt muss ich kreativ werden. Das denkt er sich gerade. In seinem kleinen Spatzenhirn malt er sich jetzt aus, wie er an Geld kommen könnte, um sich das in echt leisten zu können, um da jetzt die perfekte Lüge rauszuhauen. Oder zahlt eigentlich alles? Also. Die Mama zahlt alles. Das ist die erste Lüge, die ihm direkt einfällt. Ja, die Mama zahlt dir die Hosen von Jack and Jones vielleicht, aber keine 600, 700 Balenciaga. Na, Maxi. Okay, okay. Ja, so Balenciaga-Pulli und so. Ja, normal. Kostet ja schon viel, ne? Ja, geht. Ja, geht. Meine Emotionen kochen über. Ich weiß nicht, ob ich lachen, weinen oder einfach wieder auszucken soll. Maxi. Okay, ja, was geht, Bro? Servus, Bro. Coole Matten. Vlad, du bist irgendwie gerade voll aufgefallen mit deinem Outfit hier. Okay. Oder mit den Haaren, man weiß es nicht. Komm mal raus, was ist dein Outfit denn wert? Schuhe, glaube ich. Das Ding ist halt, ich hatte ja selbst letztes Jahr blonde Haare, wenn du dir die nicht färbst, ständig, alle paar Wochen, werden die gelb. Und du bekommst das selber nicht mit, aber es sieht sehr beschissen aus. Vor allem im Nachhinein, wenn du dein Foto siehst, es sieht sehr beschissen aus. 250 von Outfittery habe ich. Okay, ja. Das finde ich nämlich mega asozial. Immer wieder gibt es viele Obdachlose in Wien, die sich beschweren, dass es asoziale Leute gibt, die ihnen einfach ihre Schuhe wegstellen, während die im Schlafsack wohnen. Das finde ich sehr asozial von Vlad, dass er genau einer von den Typen ist, die sowas machen. Okay, okay, zur Jogginghose. Na, perfekt zur Jogginghose, gut kombiniert. Ich glaube, auch die hat er ihm entwendet. Auf jeden Fall, Jogginghose, glaube ich, 70 oder so.
70. Was ist denn mit... Katastrophal. Mann, welche Leute nimmst du ins Video? Ich hab keine Ahnung, ich hab die auch für Arzt. Nur wegen der Supreme-Tasche oder was? Wer weiß, ob die überhaupt echt ist oder vielleicht ist das Supreme Hervis. Man weiß es nicht. Okay. Das ist schon auch für Arzt, ich glaube auch 60. 60, okay. Ja. Diese Jacke habe ich mal vor 3 Jahren für 800 gekauft. Ach so? Schaut nicht danach aus. 800? Ja. Was ist das für eine Jacke? Ich hab keine Ahnung, ja. Irgendwas habt ihr. Ah, er weiß nicht, was das für eine Jacke ist, aber er gibt 800 Euro dafür aus. Wer soll dir das abnehmen? Ja, die Jacke ist genauso echt wie seine Haarfarbe. Das ist Supreme Back, ja? Ja, aber es ist fake. Na, dachte ich mir. Ist fake? Ja. Ah, okay. Ich habe eine neue Superdry gekauft. Ich glaube, das ist der große Bruder von Mahan. Die schauen sich schon etwas ähnlich, muss ich sagen. Nein. Ich sag nicht. Cuban Links. Ja, das ist von Cuban Links oder Cuban Chains? Von H&M, okay. Nice, Bro. Der Endbetrag. Warum kriegst du eine Fake-Tasche? Wo ist der Endbetrag? Aber warum trägt er die Fake-Tasche? Eigentlich habe ich die gekauft für den Originalpreis tatsächlich. Ja, wahrscheinlich hat er sich gedacht, die ist echt oder was? Ja, und ich hab bekommen. Aber für den Link habe ich gefunden, dass es fake ist. Ah, du wurdest gescannt. Ja. Oh, das ist. Das ist schade. Das tut dann weh. Ja. Ich hab noch eine Uhr. Du hast noch eine Uhr. Ah, okay. Was hat er für eine Uhr am Start? Eine Uhr. Ich habe jetzt gerade gesehen. Dass bei dem Sesselwurf mein Schrank draufgegangen ist. Verdammte Kacke. Scheiße. Der Uhrfeld muss noch mit rein. Eine Emporia Armani Uhr. Ja, also die habe ich zum Geburtstag bekommen. Ja, mein Schrank ist kaputt. Ich mag eigentlich gar nicht mehr. Liebe Leute, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr lachen musstet, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt einen Kommentar, teilt es mit euren Freunden. Schaut, dass dieses Video so viele Views wie möglich bekommt, damit ich Geld verdiene und mir vielleicht eine Reparatur dieses Schranks leisten kann. Wenn es so war, liebe Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich höre gerade, mein Paket ist angekommen. Das werde ich jetzt gleich entgegennehmen. Schaut auf jeden Fall auf meinem Kanal. Geht sicher nicht an die Tür. Bist gehst du an die Tür? Bei meinem Zweitkanal Maximilian vorbei, da gibt es wie gesagt Daily Vlogs. Das war's von mir, euer Maximilian. Möchtest du eine glückliche, erfüllte Partnerschaft? Nein, Maxi, nein!